Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tiere retten mit Kraschnack. Wir sind wieder hier, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen. Wir sollten auf jeden Fall zuerst mal unser Leben auffrischen. So, wir haben einen Hund auf dem Rücken, das heißt, wir sollten zuerst mal einen Hund... Naja, hier ist eine Tür. Sie ist zu. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der letzten Folge schon gezeigt habe. Wir sind warum auch immer hier ganz hoch gelaufen. Haben hier tonnenweise Vögel noch am Hals. Die Piepmetze sind ja alle respawned. Ich glaube aber nicht, dass ich überhaupt welche getötet habe. Ich sollte mir sie auf jeden Fall kurz vom Hals schaffen. Habe ich irgendeine Waffe nicht auf Level 3? Ja. Friss dies. Ja, friss mich nicht. Friss dies. Oh, komm schon. Und dann gibst du mir nur Herzchen. Naja. Ich glaube, für euch ist tatsächlich der Baller eine sehr effektive Waffe. Jetzt gehen wir wieder um eins zurück und sammeln den Rest. Nein, nein, dann. Ich vergesse es schon einfach, keine Sorge. Oh Gott, oh nein, oh nein. Oh, was ist das denn? Hier in der Sendzone gibt es einige Orte, an denen ein Auserwählter durch Wände gehen kann. Was? Diese Orte sind mit einem Symbol gekennzeichnet. Die Frage ist, ob sie da... Ich sehe schon. Wir sind die Auserwählten, es geht um diese Pfoten da unten. Wir nehmen jetzt den sicheren Weg zurück durch diese Käsebalken. Und hier drüben haben wir lustige Laufokrocks, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Ich schieße ihnen ein paar Kugeln entgegen. Und je näher sie kommen, desto mehr kann ich erschießen, also keine Sorge. Ich kann das überleben. Den da unten, der seine Knochen schießt, kann ich besser gesagt von hier oben töten. Den kann ich überhaupt nicht leiden. Weil er so stark ist. Und normalerweise mag ich starke Sachen, normalerweise sind wir aber auch die starken Sachen. Und gegen euch will ich ehrlich gesagt gar nicht kämpfen. Ja. Ich muggel mich hier einfach durch. Funktioniert doch ganz gut. Und das hier, wir haben einen Hund auf dem Rücken. Ich frag mich, wie er heißt. Wir werden es vielleicht niemals erfahren. Und das dürfte genug sein. Das war hochgepokert. Ich wollte nicht, dass sie mich treffen. Hier hinein geht es. In Jenkas Haus. Zurück zu, naja, Jenka. Oh, ja, ja. Das ist sicherlich einer meiner geliebten Hündchen. Welpen übergeben. Dankeschön. Jetzt sind es schon drei. Hast du jemals einen wahnsinnigen Mimiga gesehen? Die berauschten Mimigas dachten, die roten Blumen würden ihnen Stärke verleihen. Sie aßen sie und sie besiegten die Roboter. Wie auch immer, willst du wissen, was danach mit ihnen geschah? Es ist eine traurige Legende. Die grausamen, unkontrollierbaren Mimigas verschwanden ohne jede Spur. Wenn die Gerüchte wahr sind, stiegen sie herab zur Oberfläche. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen paradox, weil die Oberfläche eigentlich, ihr wisst Bescheid, nicht unten ist. Wo Menschen leben. Ein bisschen seltsam. Eine Armee von Killermaschinen auf der wehrlosen Erde. Wenn das wahr ist, verstehst du jetzt? Verstehst du jetzt, wie gefährlich die roten Blumen sind? Noch zwei suchen. Ich dachte, sie hat nur vier Hunde. Waren es fünf? Na gut. Wir speichern einmal ab, denn wir haben einen neuen Hund. Wir haben ein neues bisschen was aus der Story gehört. Weiter geht's. Voller Elan zuerst mal mit dem Baller hier ein bisschen hochschießen. Denn wir wissen jetzt, dass hier gute Symbole sind. Aua. Und ich glaube, mich zu erinnern, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, da drüben ist nämlich so ein Symbol. Und da will ich einfach mal rein. Erkunden wir die Welt, die es hier unten zu entdecken gibt. Kann mir mal jemand sagen, wie die Krokodile hier reinpassen? Ich sehe immer nur den Kopf und der ist genauso groß wie das Loch da. Okay, es scheint hier keinen Hund zu geben. Aber wir finden eine Lebenskapsel, die ist genauso gut. Ja! Wir erhöhen unser Leben. Um 5! Wahnsinnige Sache. Und hier drüben? Es ist ein Hund. Okay, alles. Cool. Wir haben einen Hund gefunden.
Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Wer hat den denn da reingesteckt? Hat er das selber da reingekriegt? Na gut. Und ab zu Jenka. Hallo Jenka. Sie scheinen dich zu mögen. Meine Welpen verschwenden ihre Aufmerksamkeit nicht an schlechten Typen. Vielen Dank. Welpen übergeben. Du willst den Schlüssel für das Lagerhaus, nicht wahr? In dem die Samen der roten Blumen zu finden sind. Es ist mir egal, wer du bist. Du bekommst den Schlüssel nicht. Das Lagerhaus zu öffnen, würde die gleiche Tragödie wieder heraufbeschwören. 1, 2, 3... Fehlt nur noch einer. Aua. Nochmal speichern. Das ist so eine Angewohnheit. Wenn du weiterkommst und du hast einen Speicherpunkt, dann speicher verdammt nochmal ab. Und gehen wir hier runter. Da muss mein kleiner Finger immer gute Arbeit leisten. Hier gab es eigentlich nichts Wichtiges zu holen. So wie es aussieht, bin ich nämlich maximal vorbereitet auf alles, was passieren könnte. Wir müssen allerdings noch ein Hühnchen finden. Das war schmerzhaft. Zum Glück nicht für mich. Habe ich jetzt wieder alles auf Maximum? Nein. So, gleich mal ein bisschen üben, hier ein bisschen rumspringen. Aua. Und damit können sie mich eigentlich nicht mehr bewegen. Okay, ich sammle euch noch kurz auf. Gehen zurück. Und ich glaube, ab jetzt verwende ich den Bubbler. Also, wer jetzt vorhin noch aufgepasst hat in vor 2, 3 Folgen, der weiß jetzt natürlich, wo dieser Bubbler zu finden ist. Freut euch, das Ding ist super klasse. Hier oben sind Hundepfötchen. Und wo können wir denn lang? Hier ist ein Hund. Auf Wiedersehen, Hund. Das verlassene Wüstenhaus. Ich würde zuerst mal den Weg hier vorsuchen. Ich weiß noch, das ist ein sehr fieses Ding. Und mit dem Bubbler kommt man da auch ziemlich gut zurecht. Also wie ihr sehen könnt, gibt es hier teilweise Wege, teilweise auch nicht. Oh, wie schön. Ich lasse mich mal kurz essen. Der ist aber gnädig zu mir. Ich komme aber nicht mal richtig raus. Weg sind wir. Nein, das war super gewollt. Ich wollte nochmal anfangen. Muss ja einen anderen Weg geben. Also hier hoch geht's erstmal. Ah, hier geht's weiter. So. Wo kann man denn hier hin? Okay, es scheint hier so rumzugehen. Und wenn ich mich hier nicht direkt draufstelle, dann muss ich hier so einen weiten Sprung machen vielleicht. Jetzt muss ich hier irgendwie... Alles klar, so geht's auch. Ja, ist okay, Hündchen. Komm mit. Wir nehmen dich mit. Der will natürlich auch nicht sterben. So. Deswegen war er auch ein bisschen besorgt. Wir haben es ja auch zuerst mal vermasselt. Er weiß, wie schlecht wir uns anstellen. Ist jetzt allerdings erstmal egal. Hallöchen. Ah! Oh, aua. Heilige! Oh, lasst mich doch in Ruhe. Jetzt ist meine Polarstar auf Level 1. Oder meine Polarstar, keine Ahnung, wie wir das aussprechen. Jetzt hör doch auf, mich anzugreifen. Heilige. Ist ja eigentlich auch egal. Ich schieb das jetzt darauf, dass ich einen Welpen auf dem Rücken habe. Mit denen ist es viel schwerer zu kämpfen. Aua. Ich kümmere mich aber auch nicht drum, wirklich Abstand zu den Gegnern zu halten. Mit 4 Leben. Heieiei. Und ich habe oben nicht abgespeichert. Uah. Oh, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich hätte auch eine andere Waffe equippen können. Fällt mir jetzt auch ein. Ah, traurige Welt.
Wir sind wieder hier unten, aber diesmal weiß ich ja ungefähr, wie der Weg funktioniert. Hier einmal drauf. Man sieht sogar die Umrisse, wenn man da dran stößt. Hier hoch, hier einen Sprung rüber. Wuff, 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 wuff. Wuff, wuff, wuff. Dann komm mal mit, mein Kleiner. Vorher speichern wir diesmal ab. Wir wissen, je öfters wir speichern, desto weniger sterben wir. Ein schönes Paradoxon, denn wenn wir nicht speichern, sterben wir auf jeden Fall. Das Spiel weiß, wie lange wir nicht speichern. Kurz bevor wir speichern wollen, pam, sterben wir. Diesmal stelle ich das Ganze ein bisschen schlauer an. Ach Gott, der verliert nur seine Beine und ist nicht tot, wenn man ihn einmal trifft. Schade. Trotzdem kann ich mir einen kleinen Schutzwall errichten. Gegen zumindest den nächsten Gegner vor mir. Und ich glaube, ich kann auch damit leben, dass mein Bubbler jetzt nicht auf der höchsten Stufe ist. Und diesmal machen wir das ganz sneaky. Du kannst hier nicht durchfallen. Ja, hier hoch. So. Zurück zu Jenka. Der Lageschlüssel, den du aus welchem Grund auch immer ja gar nicht hattest. Man sieht sich. Warte, warte. Die Brotbox war da. Erstmal abspeichern. Man weiß nie, was passiert. Und jetzt kommt ein schöner Dialog zwischen uns, Jenka und dem Hund. Oh, du. Bitteschön. Der Schlüssel. Sie haben den Schlüssel gestohlen. Bitte, du musst sie aufhalten. Sie wollen die Mimikas vergiften und auf der Oberfläche absetzen. Oh ja, das wirst du sicher gebrauchen können. Wir haben einen Lebenstopf bekommen. Das Ding ist echt voll gut. Den kannst du einmal, aber auch nur einmal verwenden, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Es ist ein sehr wichtiger Gegenstand. Ich speichere jetzt aber nicht ab. Ich gehe hier wieder raus. Ich gehe hier wieder rein. Ich glaube, ich habe gerade was falsch gemacht. Ich müsste jetzt tatsächlich kurz nachgucken und ich werde das tatsächlich kurz mal kurz tun. Ganz, ganz kurz. Habe ich jetzt schon mit ihr geredet? Jetzt habe ich schon den Lebenstopf, ne? Das hat automatisch danach abgespeichert. Ich werde jetzt mal kurz was nachgucken. Hallo und willkommen zurück. Warum bin ich jetzt hier? Egal, das ist genau das, was ich wollte. Wir laufen mit dem Hund zurück. Tschüss, Hund. Tschüss, Jenka. Wir werden wieder einfach sehr sozial auf dem Boden liegen und verpissen uns jetzt. Richtig gehört. Wir gehen samt Hund weg. Und ich bin gerade so froh, dass es geht. Ich wollte euch schon eine traurige Nachricht sagen. Ich bin mir nämlich super sicher, dass es da so einen kleinen Hoax... Aua! Hoax gibt. Oh, ich laufe jetzt einfach ganz schnell hier weiter. Oh, guck doch mein Leben. Oh nein, 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 nein. Das wird sowas von schlecht gehen. Oh, was hinter mir herläuft. Oh Gott! Holy! Schaffe ich niemals! Jetzt muss ich hier komplett zurück. Ah, mein Gott, diese ganzen Knochen, die überall herkommen. Okay. Hallo, Jenka. Auf Wiedersehen, Jenka. Wir haben gerade gesehen, dass dieser schöne Balrog da war. Und er hat etwas Böses gemacht. Etwas ganz, ganz, ganz Böses. Er hat den Schlüssel geklaut. Und noch bevor wir zu Jenka gehen und sie uns diesen schönen Livepod gibt, hauen wir ab. Wir verpissen uns right away. Verschwinden wir in Richtung, naja, Lagerhaus. Die Lage spitzt sich zu und wir müssen da ganz schnell rüber. Deswegen bete ich den Baba an, dass er uns jetzt nicht im Stich lässt. Und seine Kraft leiht, um dieses Quest-Gedöns zu lösen. Oh mein Gott, wo kommt... Überall Gegner. So. Jetzt wieder hier rüber. Jetzt dich und hier hoch. Alles klar. Ich bin wieder froh. Fast alles auf Level 3. Jetzt den Vogel besiegen. So. Der folgt uns zum Glück, hat diesen Gummiband-Effekt drauf, muss erst beschleunigen, abbremsen. Das heißt, man kann ihn mit einfachen Sprüngen ausweichen.
Jetzt müssen wir hier rüber. Oh, der schießt sogar hier hoch, teilweise. Okay. Ganz vorsichtig springen wir hier rüber. Und ich glaube, hierfür nehme ich den guten alten Fireball. Eine sehr schöne Waffe, wenn es darum geht, Sachen von oben nach unten zu erschießen. Dadurch, dass die Waffe Physics hat. Ich meine, alle Waffen haben so ihre Nachteile, kann man sagen. Ihre Flaws. Kann man eben auch zu Vorteil nutzen. Das hat wehgetan. Ich bin jetzt traurig. Und versuche dieses springende Etwas zu töten. Der kommt immer näher, das ist traurig. Alle Waffen auf Maximum. Bomben wir uns durch. Wer hätte gedacht, dass die Sandzone so spannend wird und so viel Verschiedenes für uns noch aufbewahrt. Und wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Ich bomb mich hier jetzt richtig durch. So macht man das. Da könnt ihr wenig machen, kleine Vögelchen. Oh mein Gott, sie greifen an! Angriff der Vögel! Und das kann schmerzhaft werden. Mir sind gerade die Kugeln ausgegangen. Ja, da unten war doch... Okay, gut. Au, au, au! Mann, den Bubble wollte ich gerade benutzen. Ich hoffe, die Waffe hält noch eine Weile. Die Vögel können echt wehtun. Wie mache ich dich fertig? Am besten so. Der Bubbler ist einfach klasse, weil man nicht wirklich zielen muss. Wer allerdings damit zielen kann, der... wir müssen wieder außen rum. Der hat klasse Vorteile. Hier hoch geht's. Alle hopp. Alle hopp. Dich habe ich aus Versehen im Leben gelassen. Wollte ich natürlich nicht. Ups, ich habe dir nicht wehgetan. Entschuldigung. So, dann auf dich. Wie viele sammeln wir denn ein, wenn wir den kriegen? 3 Stück. So wie es auf dem Bild auch zu sehen ist. Jetzt springen wir hier rüber. Ja, ja, die wabern so lange rum, bis man wirklich sie immer angegriffen hat. Und sobald sie Schaden bekommen haben, fliegen die richtig auf einen los. Dummerweise steht der mir total im Weg und wenn ich ihn jetzt nicht erschießen würde, würde er mir trotzdem Schaden machen. Der kann sich allerdings nicht entscheiden, wie er mich angreifen soll. Und bevor ich hier durchgehe, will ich nochmal abspeichern. So, hier rüber geht's. Warum ich den Hund jetzt mitnehme, das hat alles eine besondere Bedeutung, die ich euch nicht verraten werde, weil ich sehr böse bin, bis es dann zur Stelle kommt, was wiederum sehr schön ist, weil ich euch ja nur spoilern würde. Ich bin mir sehr sicher, dass es da was gibt. Ich habe jetzt nachgeguckt, konnte nichts finden. Wir gehen in das Sensoren-Lagerhaus. Mein Meister, ich habe alle Samen eingesammelt, wie ihr es wünscht. Gute Arbeit. Apropos... Die Blumen, die dort wachsen. Sind sie diese Teufelsblumen? Tatsächlich. Meine Güte. Sie sind unscheinbarer, als ich es erwartet hatte. Mein Meister. Soll ich eine zum Test probieren? Nein. Das werden wir lassen. Lass uns die Reaktion stattdessen an einem Mimiga testen. Ja, mein Meister. Wo glaubst du, dass du ihn gehst? Bei Rock. Fütter es mit einer Blume. Da hast du es. Nein, 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 stopp! Iss! Du sollst essen! Hände weg von Toroko! Toroko! Bist du in Ordnung? Kind! Mein Kopf! Nein! Du bist dieser Teufel von Doktor! Oh ja, ich bin der Doktor. Und von nun an auch dein neuer Anführer. Erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Nun, was genau hast du jetzt mit diesem Schwert vor? Ich werde dich töten! Meine Güte, sind die wirklich so zerbrechlich, bevor die Wirkung der Blumen beginnt? Oho, der Soldat von der Oberfläche. Ich habe viel von dir gehört. Du bist zu einem guten Zeitpunkt gekommen.
Hier, es sind alles deine. Oh nein, nein, du musst dich nicht bedanken. Habt Spaß, ihr drei. Was? Was? Oh mein Gott! Aua! Blumen? Toroku! Was ist mit dir passiert? King! Toroku!